Moin, ein Hi Hi aus Schweden, aus diesem kleinen süßen Campingplatz hier. Sehr ruhig, super ruhig gelegen. Nichts zu hören, keine Tiere haben gebrüllt oder Autos fuhren hier vorbei. Also es ist absolut still. Wenn das so jetzt die Sonne schön da wäre, mal wieder nicht. Ich muss sagen, es ist eigentlich fast trocken, es nieselt so ganz bisschen. Also noch nicht der Rede wert. Es ist noch nicht mal der Tröpfelregen, der sonst immer war. Aber es ist einfach nur klasse. So aufzuwachen, Blick auf den See, auch wenn das grau ist. Ja, gut geschlafen wieder natürlich. Ja, für nur 13 Euro hat es hier gekostet. Das ist echt super Schnäppchen gewesen hier für Radfahrer. Also richtig klasse. Ja, jetzt noch ins kalte Wasser springen. Nee, das mache ich nicht. Ich habe so schön geduscht. Oh, das tat so wieder so gut. Oh, das ist. Oh. Aber viel wichtiger ist, es ist die vorletzte Nacht in Schweden. Auch schon wieder. Eine Nacht habe ich noch. Wenn alles so läuft wie geplant, fahr weiter Richtung Süden. So 90 Kilometer Campingplatz oder Wildcampen, ich weiß es noch nicht. Es wäre die letzte Nacht. Wildcampen wäre ja fast angebracht. Ich gucke mir den Campingplatz mal wieder an. Danach gibt es aber nicht so eine Hütte, wie ich sonst immer hatte. Da gibt es eigentlich nichts. Da müsste man wieder selbst versuchen. Aber wäre vielleicht nochmal eine Herausforderung am letzten Tag. Aber recht schön hier. Einfach, funktionell wieder. Keine 5 Sterne, die brauche ich nicht. Alles da, was ich brauche. Sogar Strom durfte man benutzen, um Powerbank aufzuladen oder irgendwas. Alles freie Platzwahl, außer direkt hier am See, aber sonst alles top. Ja, ich bin fit, hab schon gefrühstückt wieder. Ich nehme ja immer Brötchen mit für die, am letzten Einkaufspunkt, damit ich hier schon ordentlich gefrühstückt habe. Satt und powerhaft jetzt loszuradeln wieder. Ich weiß nicht, ob es gegen den Wind ist. Ich glaube, es ist dieselbe Richtung wie gestern. Vielleicht mal Seitenwind auch mehr. Also nicht frontal. Das könnte gut laufen heute. Also tipptopp. Jetzt kann losgehen. Also vielleicht gibt es da wieder schöne Bilder. Ich weiß nicht, was kommt. Ich folge weiterhin erstmal noch diesen Fluss lägern. Und dann schauen wir mal weiter. Und wünsche denn viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Sechs Kilometer gefahren und jetzt komme ich hier an einer Gedenkstätte vorbei von Cliff Lee Burton, Bassist der Band Metallica. Metallica kennt ja wohl jeder, glaube ich. Ja, es ist ein tragischer Busunfall gewesen, ja, mitten aus dem Leben gerissen. Ja, so tragisch, so schnell kann das alles enden. Und nun stehe ich hier, 86 war das. Alter, das ist schon lange, lange, lange her. Ja, die Zeit, die rennt. Deswegen bin ich froh, auch diese Reise machen zu können. Man muss es nutzen. Wenn man die Zeit hat, das zu machen, was man möchte, es ist irgendwie sehr wichtig. Es kann so schnell zu Ende gehen. Ja, weiter geht's.
Richtung Süden. Ja, ich habe mehr Seitenwind, merke ich. Der Regen, ja, ist da. Macht einen nicht richtig nass, aber trocken ist man auch nicht. Es geht. Hier ist ja auch viel Wald. Eigentlich ist hier hinter der See so gut wie nicht zu sehen, aber trotzdem schöne Strecke. Wenig los auf der Straße heute Morgen. Also läuft. Es kann weitergehen, aber große Schwierigkeiten von Höhenmeter her sind heute nicht zu erwarten. Einfach nur chillig Richtung Süden fahren. Und dann mal schauen, wo es endet. Also weiter geht's. Seit einigen Kilometern fahre ich jetzt hier an so einem Bahntrassenradweg. Ja, sehr langweilig eigentlich, aber Hauptsache kein Verkehr. So ruhig, man hört jetzt wieder die Autobahn, die kommt näher. Ja, aber sonst ist es hier Wald, 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 so weit das Auge reicht. Aber ein Elch habe ich diesmal noch nicht gesehen. Ja, okay, es geht weiter zum nächsten Ort. Wer weiß, wie der heißt. Kilometer 30, ich bin jetzt hier in Lungbjü, eine größere Stadt, ja, Stadt kann man schon fast sagen. Hier auf dem Weg, am Lagern, an dem Fluss gelegen, ja, nur schnell genutzt für den Einkauf, aber mehr auch nicht. Es ist einfach zu schmuddelig, ja, um das zu genießen. Ich fahre einfach weiter Richtung Süden, einfach schon wieder ein Tag zum Vergessen. Immer nur an Nieseln. Man kann es sich nirgendwo hinsetzen, mal schön gemütlich mal ein bisschen was essen, was trinken. Wenn man das muss oder man Hunger verspürt, der muss das irgendwie schnell gehen, irgendwo in der dunklen Ecke. Mal sehen, wo ich gleich mal, ja, bald mal was essen werde, ob ich da mal ein schönes Plätzchen finde. Ja, richtig Spaß bringt es nicht, aber das gehört ja auch zum Radreisen. Aber naja, weiter geht's in Richtung Süden. Gerade alles sehr ernüchternd. Man fährt hier nur an der großen, breiten Straße längs. Es ist echt wirklich nicht viel los.
Aber man kann sowas von weit geradeaus gucken. Das ist ein bisschen zermürbend. Und natürlich keine Stelle, wo man sitzen kann. Hier jetzt bei so einem Ort, Hemneda, da konnte man sich jetzt hier mal ein bisschen hinsetzen. Ja, hinter mir ist der große Fluss. Ist auch nicht die schönste Stelle, wenn jetzt die Sonne scheinen würde. Ja, aber würde, hätte, wenn. Es nieselt weiterhin. Es ist mal weg, dann kommt das wieder. Man denkt, man könnte jetzt mal die Regenklamotten ausziehen. Nein, dann kommt das wieder. Tja, was soll ich machen? Aber ich mache jetzt Mittag. Heute machen wir ein bisschen mit was Gesünderem. Und dann geht es wieder weiter. Einfach nur weiter, 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 weiter. Endlich mal wieder ein Highlight hier, ein See bei Traryt. Auch wieder so ein Örtchen hier. Nach langer, langer Zeit. Boah, endlich mal wieder so ein schönes Naturhighlight. Das tut jetzt richtig gut. Auch, ja, der Niesel hat jetzt mal wieder aufgehört. Gerade eben war wieder ganz stark. Also, Regenklamotten kriegt man immer noch nicht aus. Das wagt man einfach auch nicht. Es ist irgendwie so ein trüber Tag heute. Aber es war vorhergesagt, ich wusste es. Hätte ja auch irgendwo bleiben können und dann das abwarten. Aber nein, ich wollte hier durch. Ich habe den Ehrgeiz, jetzt die Runde zu beenden. Die Riesenrunde. Es ist ja auch gar nicht mehr so weit. 30 Kilometer noch bis zu dem Campingplatz, den ich eventuell nehmen möchte. Aber es ist echt früh, 13 Uhr. Sehr, sehr früh. Aber endlich mal. So was Schönes hier, das tut jetzt mal richtig gut. Und auch endlich mal eine kurze Zeit trocken. Ach, richtig mal ein bisschen zum Durchatmen. Ja, es geht gleich weiter. Da würde ich mal sagen, das passte ganz genau. Hier an diesem Kraftwerk am Fluss. Ja, sieht gut aus. Ich bin jetzt bei Kilometer 70. Boah, geht weiter jetzt, ne? Ja, oder? Die kleine Pause hieß aber ja auch wieder nichts zu sitzen oder so. Ist halt so. Naja, gucke ich mal, ob es irgendwo was gibt hier. Hier gibt es noch eine kleine Pause und dann geht es auf den letzten Kilometer, 20 an der Zahl. So, dann schaue ich mal, was ich denn mache. Ja, ich bin doch noch einfach hier geblieben. Ich habe mich jetzt einfach auf den Stein gesetzt hier und gut ist. Noch ein bisschen, will ich noch was essen. Ein Thunfisch-Sandwich, was schnell ist. Damit es auch schnell weitergeht. Aber naja, wenn die Sonne scheint, immer dieses würde. Aber ich glaube, vielleicht habe ich ein bisschen das überstanden mit dem Regen. Ich will es nicht beschreien, aber es sieht ein bisschen heller aus. Könnte jetzt vorbei sein. Heute Abend soll es auch noch richtig aufklaren. Ja, mal schauen, was kommt. Ich esse erstmal. Und dann geht's weiter.
auf der, ja, weiß was, ob das noch eine schöne Strecke gibt jetzt auf den letzten Kilometer. Also bis gleich. Ja, das Navi zeigt es jetzt an, nur noch 100 Kilometer genau bis zum Fähranleger in Helsingborg. Dann ist es vorbei. Ja, kurz vor 3, 15 Uhr. Das schaffe ich heute nicht mehr, will ich auch gar nicht. Wenn man wollte, könnte man durchfahren, denn die Nacht ist eigentlich auch immer ziemlich hell. Gar kein Problem, aber nein, ich werde noch einmal schlafen müssen. Ich glaube, das ist das Beste. Ich bin jetzt bei Kilometer 80. Vielleicht kommt noch mal ein großer Ort, da wo ich auch zelten, wo der Campingplatz ist. Boah, da will ich bestimmt noch mal was essen. Und dann schauen wir mal, wie der Tag heute endet. Das nächste ist passiert. Ich bin zum letzten Mal über den Fluss Lagern gefahren bei der Stadt Markaryd. Es war's, das war's. Zum letzten Mal, ich habe ihn einmal gequert bei seiner Mündung und jetzt die letzten zwei Tage bin ich ihm doch immer gefolgt und nun hier ist er nochmal gestaut. Es ist zu Ende mit uns zwei. Ich fahre weiter Richtung Helsingborg. Kilometer, wo bin ich jetzt? 86, bei 87 bin ich jetzt. Ja, die letzten, ja, guten Kilometer noch nach Markaryd rein. Und dann schauen wir mal. Ja, den Fluss werde ich nicht wiedersehen. Es geht weiter, die Reise ist ja noch nicht ganz zu Ende. Aber mit uns zwei ist es halt jetzt zu Ende. Ich werde mal sehen, was ich jetzt noch so essen kann oder ob ich was mitnehme, was ich mal hier kochen kann. Ich schau mal, was die Stadt so bietet. Ihr wisst ja, viel kochen tue ich eigentlich nicht. Habe ich auf dieser ganzen Reise eigentlich nicht. Den Kocher habe ich nicht viel benutzt. Naja, ist ja auch egal, ist ja Urlaub. Hier habe ich noch mal einen schönen Streckenabschnitt reingebaut. Das ist noch der Stausee von dem Fluss. Ja, es ist eigentlich mehr so fürs Angeln. Man muss hier auch für bezahlen, wenn man hier angelt, ist klar. Aber der Platz ist so schön, es ist so eine Schleife. Einmal hier so am Wasser bei Sonne wäre es natürlich sehr extrem schön gewesen. Aber so ist es auch echt richtig, ja, wunderherrlich. Wunderschön. Das ist, oh, auch bei Grau. Richtig klasse.
Jetzt geht es aber auch gleich in die Stadt. Ist nicht mehr weit. Aber das wäre, oder das ist sowieso hier so eine Schleife, die ich noch mit reingebaut habe, damit ich nicht nur an der Landstraße fahre. Die ist ein bisschen grober, ein bisschen, ja, so eine große, grobe Schleife. Wäre ich gerade ausgefahren einmal, dann wäre ich schon längst durch die Stadt durch. Aber das hier, das wollte ich mir nochmal angucken. Hier komme ich doch nie wieder hin. Also, naja, jetzt geht's weiter, ja, Richtung der kleinen Stadt da. Lecker. Ich habe mir hier für einen frisch zubereiteten Wrap entschieden. Sehr lecker. Boah, muss gleich wieder reinpacken. Da drüben ist jetzt der Campingplatz. Aber es ist 16:30 Uhr. Ist noch früh. Und es ist der letzte Tag, die letzte Nacht in Schweden. Da muss es ja eigentlich nochmal Wildcampen sein. Aber jetzt die nächste Zeit, da kommt ja auch gar nichts Großartiges. Also ist da genug Platz. Ein paar Seen. Und wenn ich wieder mich so irgendwo im Wald pflanze, ist eigentlich egal. Es ist die allerletzte Nacht. Großregen ist auch nicht mehr angesagt. Aber da halte ich ja im Moment nicht viel von. Aber ich werde es probieren. Ich fahre weiter. Es sind ja auch noch 89 Kilometer bis ins Ziel. Habe ich morgen halt ein bisschen weniger. Kann ich noch ein bisschen am Meer genießen. Morgen. Oder fahre da noch mal ein bisschen hin und her. Werde ich sehen, aber ein bisschen kann ich noch abknabbern. Denn es ist morgen noch sehr entspannt. Ja, mal schauen, wo ich lande, aber ich esse erstmal auf und dann geht's mal wieder weiter. Ein perfekter Tag für die letzte Nacht in Schweden. Alter. Unglaublich. Nach 100 Kilometern, 102 Kilometern, morgen sind noch 82 Kilometer über, habe ich hier so ein kleines privates Strändchen so fast gefunden. Stand aber nichts dran, privat. Richtig gut. Das Einzige, was hier stört, ist ein Ameisenhaufen. Da krabbeln sie rum. Sonst hätte ich hier vorne gebaut, aber da hinten ist noch eine schöne Fläche. Da hinten im Gebüsch. Und da werde ich das Zelt aufbauen. Ich kann hier Lagerfeuer machen. Auf dem Ding. Alter, heftig. Ist richtig geil. Nochmal ein richtig schöner Abend. Das nochmal zu genießen. Alles richtig gemacht. Oh, tolle Aussicht hier auf den See. Oh, unglaublich. Geil. Naja, Zelt aufbauen. Gegessen habe ich ja schon was. Versuchen Feuer zu machen. Oh, wäre doch cool. Und einen Sitz habe ich auch noch. Alter. Perfekt, oder? Ich hoffe, dass nicht noch welche kommen, weil es ist ja auch Wochenende. Es ist Freitag. Es ist, naja, 5:30 ist es ja auch schon. Ja, reinspringen werde ich jetzt nicht. Dazu fehlt die Sonne. Aber ist einfach nur klein. Super. Besser konnte ich es, glaube ich, nicht finden. Aber ich muss sagen, ich habe von oben geguckt, ich habe so ein bisschen Sand hier dran gesehen. Da war so ein schmaler Weg und rein da und gucken und aber genial. Okay, aufbauen, gemütlich machen. Jo, dann schauen wir mal, was
So geht noch heute Abend. Ihr seht, ich habe Feuer gemacht, ja. Es ist aber sehr schwierig, es ist alles nass. Dann muss man gucken, wo man Berge herkriegt. Und trockenes Kiefer, aber ich habe Glück, hier haben sie alles mögliche abgeholzt. Ziemlich frisch. Das ist leider noch etwas frisch, so lange werde ich das nicht halten können. Aber es ist schön warm. Also das ist richtig, richtig ein Feeling hier, wow. Aber ich muss sagen, ohne Papier irgendwas Feuer anzukriegen, ist echt schwierig, aber ich habe es geschafft. Ich habe Feuer gemacht. Ja, heute der Tag war ja, ja, ich würde sagen, die ersten 60 Kilometer zum Vergessen. Aber unglaublich. Zum Schluss wurde es dann nochmal schön, ist die Sonne noch nicht da. Die kann vielleicht später nochmal rauskommen, aber sehr, sehr spät, kurz vorm Sonnenuntergang, wenn es überhaupt noch möglich ist. Ja, aber sonst war der Tag sonst gut erfolgreich. Also ich bin zufrieden, gut Strecke geschafft. Es war sowieso nicht viel zu sehen, das letzte Ende hier, die letzten 30 Kilometer oder sowas, 30, 40. Da war es dann nochmal richtig schön. Da war die Strecke gut, aber an der Straße, an der Bundesstraße und so, boah Leute, das macht keinen Spaß. Es war zwar wenig los, aber immer geradeaus, das war Hölle. Aber so habe ich morgen noch einen schönen, ruhigen Tag. Den letzten, es soll einigermaßen hoffentlich gutes Wetter geben. Ja, schauen wir mal, was da ist. Ja. Einfach nur gut. Es ist ein Fazit, will ich heute noch nicht ziehen. Eine Nacht habe ich noch, die werde ich hier jetzt genießen. Am Feuer. Und dann schauen wir mal, was morgen ist. Also ich bin auch schon wieder sehr müde. Bin glücklich, diesen Platz hier gekriegt zu haben. Dass hier kein anderer ist oder so. Ganz alleine. Bisschen hört man die Autobahn, aber es ist einfach nur wunderbar. Ich glaube, da hinten sieht man es. Ja, das Zelt steht da sehr gut versteckt. Einfach nur klasse. Es macht richtig Spaß. Es ist leider vorbei, so gut wie. Einen Tag habe ich noch. Aber schauen wir mal, was dann passiert. Boah. Ja, schön. Feuer gemacht. Also, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Ja, und dann bis zum letzten Teil, wo schätze ich mal. Moin moin, adieu, tschüss, auf Wiedersehen und so weiter und so fort. Tschüss. Leben, Leute. Das ist so ein toller Sport.